Seid ihr schon auf Wikisana? Herzlich willkommen, liebe Zuschauer, heute zu unserem Format auf der Suche nach dem Sinn des Lebens. Immer wieder gibt es Möglichkeiten, Räume zu befreien, zu reinigen und wie gerade indigene Völker dieses alte traditionelle Wissen von Räuchern in unseren Alltag integrieren können, das erfahren wir heute von Daryl Kamps, unserem Medizinmann. Und erklärt uns wirklich auf respektvolle Weise, wie wir wertschätzend mit diesem alten Heilwissen in unserem Alltag arbeiten dürfen. Bleiben Sie dran. Hallo lieber Daryl, schön, dass du wieder da bist. Danke, dass ich da sein darf. Ja, und so schön auch dieses Räuchern ist ja auch so ein ganz altes kulturelles Heilwissen. Und dann gibt es natürlich auch diese verschiedenen Ebenen, wo wir natürlich auch die Informationen herbekommen haben. Kulturen, wie dürfen wir die noch nennen? Da ist ja gerade ein ganz, ganz großer Wandel auch. Deswegen würde es mich jetzt einfach auch mal von deiner Sicht aus auch interessieren. Hast ja auch deine Doktorarbeit darüber geschrieben, über dieses ganze Heilwissen von den indigenen Völkern. Gibt es dieses Räuchern auch für uns in der westlichen Welt? Können wir auf das Wissen von Ihnen zurückgreifen? Wo kam das eigentlich her? Es ist unbedingt etwas, die wir heutzutage anwenden könnten. Es ist nicht nur ein Medizin, es ist eine Art und Weise, um uns zu verbinden mit der Natur, mit Traditionen, mit uns selbst. Und es hat viel tiefere Bedeutungen, als einfach ein paar Kräuter anzünden. So ich habe gedacht, das wäre eine schöne Gelegenheit, auch um in diesen Forschungsbereich einzutauchen. Wo kommt diese Art der Reinigung eigentlich her? Also haben das jetzt nur indigene Völker oder kennen wir das auch bei uns? Es gab in Europa seit tausenden Jahren die verschiedenen Praktiken vom Räuchern, von mehreren Kräutern. Und dieses Wissen ist noch da teilweise intakt, hat sich überlebt, sozusagen, von einer Religion zu der anderen übertragen. Und eben, da sieht man bis in der Kirche heutzutage noch auch diese Räuchern. Und die Wurzeln, das sieht man bei allen Native-Kulturen, die ich kenne, die Benutzung von dieser Art Medizin. Ja. So, die Räuchern in sich ist nicht nur, okay, es riecht gut und ich mache ein bisschen was. Da, es steckt sehr, sehr viel dahinter. Angefangen mit die Ernten von den Kräutern, die Vorbereitung der Kräuter, der Absichten, die Ritualen und die Nachbereitung. So, es gibt einen ganzen Zyklus, einen größeren Raum. Und oft wir sehen, wie dieser Trend ist vom Salbei. Weiße Salbei und Räuchern und das tut gut, es sollte meine negative Energien irgendwie wegbringen. Und ich kann sagen, es gibt mehrere Forschungen, wo die sehen auf der physischen Ebene, was diese ätherische Öle und Rauch vom Salbei tatsächlich wegbringen kann. Bis zu 90% der Bakterien und Viren im Raum kann sogar weggebracht sein durchs Räuchern. Ja, also Weihrauch ist ja auch entzündungshemmend. Ja. Also von der Schwingung her, wenn man jetzt sagt, hier Parasiten oder haben ja eine gewisse Schwingung und ich denke, da ist auch eine andere Frequenz dahinter. Und dann gibt es dann so ein bisschen. So eben auf der physischen Ebene. Es hat Wirkungen und diese Medizine dürfen im Körper und um uns herum wirken. Auf energetischer Ebene, auf spiritueller Ebene umso stärker. Ich bin aufgewachsen mit Kräutermedizine, wo es kam immer wieder mit der extremen Vorsicht und Warnungen. Hey, pass auf, wenn du diese Salbei anfasst, wenn du irgendwas mit dem machst, du solltest ganz respektvoll umgehen mit dieser Verbundete. Ja? Sonst eventuell gibt es andere Wirkungen, die nicht so gut sind. So, wir haben
vom Anfang an, vom Klein auf gelernt, respektvoll umzugehen mit diesen Verbundeten in Heilprozessen. Und wenn wir sehen Salbei und Kräuter, ich würde es nur auf ein paar Kräuter fokussieren, mhm, in diesem kurzen Rahmen, aber diese Struktur kann man oft umsetzen mit anderen Kräutern und Mischungen. So, wenn wir in diesen Prozess eintauchen, ist es wichtig, dass wir die richtige Einstellung und Haltung haben, weil das ist ein Teil des Prozesses. So, wenn ich idealerweise in Verbindung komme mit den Pflanzen, direkt da, wo ich wohne, kommen kann, dann habe ich eine Beziehung, das stärkt, das ist eine Ressource. Mhm. Ja, und jeder, der einen Garten hat, kennt das. Die freuen sich aufzustehen in der Früh und die schauen, wie diese Pflanzen wachsen. Und so, es wird gelehrt, wir lernen diese Verbundeten kennen, vom Same bis zur Same. So, von der ersten Same, die im Boden gesetzt wird, wie es wächst durch den ganzen Lebenszyklus, den Blumen, den Blüten, bis neue Samen kreiert wird und die alte Pflanze stirbt. Wir lernen den ganzen Zyklus des Pflanzen kennenlernen. Und durch das, die Beziehung zu dieser Pflanze wird stärker. Ist ja auch diese Resonanz, dass in meinem Garten das Kraut wächst, was ich brauche. Ja. Oder wenn ich durch den Wald gehe, dann ziehe ich magisch natürlich die Pflanze in mein Sichtfeld, die mit mir in Resonanz geht. Unbedingt. Unsere Präsenz hat eine Wirkung auf unser Land und umgekehrt. Das Land hat eine Wirkung auf uns. Mhm. Und so, es gibt einen Austausch. Mhm. Und diese Gemeinschaft, die Pflanzengemeinschaften, die wachsen direkt vor der Haustür, haben schon Informationen für uns, die uns auch helfen können. Ja, so, der Beifuß, was hier in den Bergen wächst, hat eine lange, lange Geschichte. Es hat auch eine Signatur, die Spirits von dem Land kennt. Ja? So ist wie eine Telefonnummer. Ja, wenn man reinfühlt in den Beifuß, da kommt so ganz viel Resilienz und Widerstandskraft. Unbedingt. Unbedingt. Und auch die Kraft der Reinigung. Mhm. Ja? Ähnlich wie Salbei. Ich bin aufgewachsen in Prairie-Gebieten mit Salbei, wo eben nach dem Regen ist alles duftet, überall nach Salbei. Verschiedene Arten, der Blausalbei, Prairie-Salbei, Wüstensalbei. Und durch diese Beziehung, die Zeit verbringen mit der Pflanze, das macht schon was in uns. Mhm. Dann die Absicht wird kreiert. Diese Absicht wird in den Pflanze hineingebracht. Die Überlegung, warum brauche ich Räuchern? Warum, was will ich erreichen mit dem überhaupt? Und wenn wir sehen, diese Räuchermischung oder Pflanze ist wie eine Seife. Es geht um Hygiene auch. Mhm. Heilung und Hygiene. Wir möchten uns reinigen auf eine energetische Ebene, emotional, mentale Ebene, physische Ebene. Und wir putzen die Zähne, wir schützen uns dem, aber unsere Energien, wir machen oft nicht viel. Also nehme ich wirklich, wenn ich es jetzt in die Praxis umsetze, den Salbei und sage, okay, ich möchte in meinem Haus nur reine Energie, alle Fremdenergien dürfen gehen, dann ist natürlich auch die Frage, wohin dürfen die gehen, dass sie nicht mehr zurückkommen. Ja. Und kann ich dann auch einen gewissen Schutz auf meine Kinder oder Familie noch in dem, oder vielleicht auch, wenn jetzt gerade Prüfungen anstehen, sagen, ich möchte in dem Raum gute Konzentration haben, klare Gedanken. Ja. Also bin ich total frei. Ja. Aber ich muss halt die Intention setzen. Die Intention ist ganz, ganz wichtig, weil die Intention zieht zu dir an, auch die Energien und Präsenzen und Verbundeten in dieser Tanz. Und das ist ein Tanz. Es ist nicht, ich bin in der Kontrollsitz und ich mache irgendwas. Mhm. Ich bin der Superheld, die einfach hier räuchert. Ich mache was. Sondern eben, ich darf dabei sein. Wen lädst du ein als Verbündete? Also, was ist so das Schöne, das Liebevolle, was ich einladen kann, wo ich sage,
diesen Schutz und den Raum möchte ich auch um mich. Die Grundeinstellung hier ist, dass ich gehöre zu der Natur. Ich bin ein Teil der Natur, ich bin ein Ausdruck der Natur. Das ist eine Grundhaltung. So, indem ich lebe in einer Gemeinschaft von verbundenen Spirits, verbundenen aus der Natur, verbundenen in lichtvolle Räume, verbundenen und Ressourcen in mir. Und dieser Ritualraum wird hier kreiert. Ja, so, wenn ich traditionell so zu sehen, ich habe eine Musselschale oder auch ein Stück Rinde oder ein Stück Tontopf, irgendwas als Gefäß. Die Gefäß in sich ist eine Art weiblicher Aspekt. Es ist etwas, der hält. Wie die Gebärmutter, etwas, der hält. Ja, so, wir haben hier eben das Wasser, wir haben diese Qualität vom Halten, Geborgenheit. Ich spüre meine Füße am Boden, ich halte. Ja, diese Qualitäten und Ressourcen kommen. Dann es kommt eben ein bisschen Sand, Erde, Lehm oder ein Stein, der schützt eben die Schale auch, aber es bringt die Erdung und die Ankerung in dem. Ja. Dann eben der Kräuter dazu, als Teil der Erde, der Medizin mit der Absicht und der Same, die losgebrannt wird. Dann eben der Feuer, dann der Luft und die Mischung von all diesen Elementen kommen zusammen und diese Absichten und diese Medizin, diese Gebiete, die werden sichtbar durch den Rauch. Ja? Es kombiniert das alles. Und so, ich verkörper den Räucherprozess. Ich bin eine Räucherzeremonie. Ich spüre Erde, ja? Ich spüre mein Wasser, ich spüre mein Feuer, ich spüre meine Luft. Ich brenne das in mir, genauso wie hier. Ja? Und dann, wenn ich räuchere, wenn ich bei mir räuchere, dann, wenn ich so eine Muschelschale habe, wir haben früher dann in den Seen getaucht und wir haben in Oklahoma nur die kleineren, wie hier, die Süßwassermuscheln. Mhm. Aber immer wieder, es wird getradet für die größeren auch. Und wie es sich öffnet, diese Äußere, ist, wo der auch ein Teil der Energie geht. Ah, ja. Mhm. Ja? So, wenn ich für mich räuchere, drehe ich so. Ja. Wenn ich wie jemand anders, so. Ja? Und so bei mir. Räucherst du dich erst selber? Um einen klaren Kanal. Je nachdem, wenn es für mich ist, zuerst dann ja. Wenn es für eine Zeremonie ist, kann es sein, dass ich bin der Letzte, der geräuchert wird. Es kann beides sein. Da gibt es keine fixe Regeln. Das sind nur Empfehlungen. Jeder Stamm hat sein eigenes Protokoll, auch für das. Und was wir hier lernen, sind Mechanismen, Rahmen. So, in diesem Prozess, wenn ich was anzünde, oft, man kann eben diese Bündel kaufen, aber es wird nicht der ganze Bündel geräuchert, sondern es wird auseinander genommen. Ach so. Ja, weil wir brauchen nicht das Ganze nehmen. So, es wird oft auseinander gebracht und dann angesündet, sodass nur das, was wir benutzen, wird fertig gebrannt und nicht einfach den Feuer mittendrin in eine Mini-Feuerzeremonie auslöschen. Mhm. Es wird das angesündet, was gebraucht wird. Ja? Okay. Und eine andere Form wäre praktisch eben als Ball, als kleine Sphäre der Kräuter hergenommen und dann mit dem Herzen, mit dem Gesang, mit den Worten, mit dem Feuer, komme, komme. Und in diesem Prozess miteinander, es wird erwacht, es wird wach. Wir erwecken diese Medizin, wir erwecken die Energien, wir erwecken die Absichten. Hilf mir, diese Plätze zu reinigen. Du siehst auch, was ich nicht sehe. Hilf mir zu reinigen. Ja. Verbundeten, singe eure Lied hier, hinein, in dieser Sphäre. Komme, singe eure Lied.
es wird aufgeladen, bis das richtig vibriert. Ja? In Oklahoma, wir nennen das Doctoring. You doctor the medicine. Ja? Und dann wird es angezündet. Der Absicht beim Anzünden trägt sich, wirkt sich auf die Qualität des Flammen auch. Der Gedanken, die Einstellung, wir haben schon beim Anzünden. Und dann kann ich hier kommen, von oben nach unten oder von unten nach oben. Und wenn ich komme, zum Beispiel hier, werde ich mit den Händen das einatmen. Mhm. Ich atme das ein, durch meine Hände, durch, zwischen den Fingern, sodass das geht durch meine ganzen Meridianen. Und oft dann eben ein Stück von dieser Salbei wird unter der Zunge gelegt oder sogar hinter ein Ohr. Ja, aber unter der Zunge mit dem Spuck gemischt, ja, und dann ein bisschen sogar auf die Hände gerieben. Und diese Medizin kommt noch tiefer in uns. Mhm. Nütze meine Hände, lass die gute Sachen in die Welt bringen. Das ist ein Gebet. Mhm. Nütze mein Spirit. Reinige meine Augen. Hilf mir, das Sehen, meinen Fokus zu haben, wo es gebraucht wird in der Welt. Reinige meine Stimme. Hilf mir, gute Sachen zu sagen. Ja? Reinige mein Herz. Durch Heilung, durch Vergebung, durch Liebe. Reinige meine Wille, Stärke. Ja. Und dann bringe ich das tiefer und atme das durch die Fußsohlen auch. Reinige die Ahnenlinien, mütterliche Seite, vaterliche Seite. Und wenn das gemacht wird, eben mit einem Feder, wir sind Kanal für diese Heilprozesse. Elementen fließen durch mich durch. Du machst die Reinigung. Wind, der Wind macht diese Reinigung. Eben diese Zeremonie macht die Reinigung. Ich darf dabei sein. Du kennst mein Herz. Nütze mein Herz. Ich reinige den Raum. So, der Ausgangspunkt ist ganz wichtig in der Ergebnis. Und schon dem. Mit der Liebe dann verbunden sein. Unbedingt. Mit der wirklich... Wir öffnen diese Türen in uns und es wird erweckt, es wird belebt. Diese Liebe fließt und drückt sich aus in dieser Zeremonie. Und dann ich berühre das, was geräuchert sein mag. Ich berühre mich. Oder ich bin mit dem Raum in Verbindung. Oder dem Haus, dem Grundstück, dem Person, Patient. Also ich kann auch mit meinem Haus bewusst in Verbindung gehen, mit meinem Haus sprechen. Ganz genau. Und sagen. Berührst das Haus, der Hüter, der Keeper des Hauses. Was brauchst du? Wo braucht es Reinigung wirklich? Und so, da fange ich an. Und oft... Es ist nicht einfach ein bisschen räuchern, ja? Sondern es wird... Ich könnte aber auch intuitiv in einem Raum, wenn ich irgendwo reinkomme und merke, da braucht es jetzt was ganz Bestimmtes, auch auf meine innere Stimme hören und sagen, so, und jetzt gebe ich noch die Intention mit rein, die es jetzt braucht da. Eben unbedingt. Das ist eine Zusammenarbeit. Angefangen von eben der Kräuter, wie es geerntet wird. So, wenn es ganz in der Früh beim Sonnenaufgang geerntet wird, wenn alles erweckt, ja, dann das hat eine gewisse Kraft. Und auch beim
an sich, ja, das loslassen, dann ernte ich zum Beispiel von den Zierabaum die Seiten von der Westseite, die Blätter von der Westseite des Baumes oder von einer Beifußpflanze, Salbeipflanze, die Blätter von der Westseite beim Sonnenuntergang. Es hat eine andere Qualität als der Ostseite von der Pflanze. Eher oder ganz genau. Gehen lassen. Ganz genau. Und ja, wenn ich jetzt wirklich was von morgens nehme, dann könnte ich damit auch, sage ich mal, einen Raum reinigen, in dem ich aktiv arbeite, wo ich auch vielleicht viel Gedankenprozesse könnte ich auch beim Räuchern sagen, okay, ich gehe jetzt in mein Büro und keine Ahnung, da wird jetzt was gearbeitet, dass ich die Intention von schneller Leichtigkeit, dass es fließt, dass die ganzen Prozesse, ja, oder ja, wenn man eine Idee hat, ein Buch zu schreiben oder so, dass man wirklich dann auch den Willen und unbedingt. Jeder Raum im Haus oder im Büro kann eine gewisse Qualität herrschen, eine Schwingung haben. So den Essraum, der sollte Frieden haben und sozialer Austausch haben, darf ein Gefäß kreiert sein, energetisch, mit den Kräutern zusammen. Aber erstmal Reinigung, und zwar richtig reinigen, von unten im Keller bis hoch, Stoßlüften, vor allem wenn das Wetter sich verändert, ideal, direkt vor Gewitter zum Beispiel. Und dann noch eben diese Art Programm, diese Schwingung von Qualitäten einsetzen, die Kreativität und Fokus in der Arbeitsplatz. Ja? Mhm. Ich spüre das als Same und das ist wie ein Mikrofon, das intensiviert die Schwingung. Ich komme in Verbindung mit dem Raum, physisch, energetisch und spirituell, und wir kreieren einen geschützten Gefäß. Hey, komme, Spirit von Kreativität, komm, komm, singe auch hier, tanze mit mir hier drinnen. Yeah? Spirit von Erholung, komme in den Schlafzimmer. Und dann nütze ich die Kräuter, eben die beruhigen im Schlafzimmer. Yeah? Wenn ich in der Ausbildung, also ich kann das ja lernen. Wie sieht das aus? Also wie kann ich nachher wirklich da auch so ein bisschen für mich ein Experte sein und wissen, welche Kräuter nehme ich für wo? Oder gibt es so ein Basiskraut, mit denen einfach auch deine Schüler zu Beginn arbeiten und später kommen erst so die speziellen verschiedenen Kräuter ins Spiel? In der ersten 4 Jahre in der Ausbildungszeit bei mir, also mein Mentor, ein traditioneller Muscogee Creek Medizinmann, hat mir nur 4 Kräuter gegeben, um mit denen eine ganz tiefe Beziehung zu entwickeln, so dass ich den Mechanismus, die Art von Beziehung lernen könnte, das, wie man lernt, lerne. Und dann dennoch geht es viel leichter, kraftvoller und tiefer mit den anderen Pflanzenarten. So eben die Empfehlung ist, zu anfangen mit einem Baum, einer Pflanze. Mhm. Ja, experimentiere, spüre, fühle, entwickle eine Beziehung da. Und in unserer Ausbildung, es geht nicht direkt um eine Kräuterausbildung. Das Handwerk kann man schnell lernen. Aber die Räume, wie können wir diese Räume öffnen, um Präsenz tatsächlich zu verändern, heilen? Einen Praxisraum mit so einer Präsenz und Energie von Sicherheit, Vertrauen, Geborgenheit, dass wenn jemand reinkommt, die fühlen sich sofort wohl. Ja? Dies sind Sachen dann in der Ausbildung, wo wir lernen, eben Räume, Heilräume zu kreieren. Mhm. In uns, mit anderen und für Plätzen. Ja. Was ich ganz spannend fand, ich war ja auch bei dir dieses, wenn wir in diesem Raum sind, wie dann auch das Feuer, die Flammen auf einmal mit dir sprechen. Wo man den Raum hat, solche Dinge überhaupt zu erkennen. Weil sonst ist man ja gar nicht auch so präsent. Mhm. Und was man alles auch in den Flammen dann sieht. Und wenn man Fragen stellt, dass dann aus der Flamme die Antwort kommt, das war
so faszinierend, aber das gelingt dann eben in diesen Räumen, wo das Bewusstsein, die Spirits da sind und einfach, ja, unbedingt. Ist schon. Ich habe gerade vorgestern ein Ritual gemacht, wo noch die letzten Schritte, die Fokus und das Loslassen von allen Energien, die aufgebaut waren, die Heilbedürfnisse vom Patienten, mhm. auch, war fokussiert auf eine Kerze. Und diese Kerze war geerdet, geankert mhm. in sich, hier auch verbunden mit allen vier Elementen. Wie eine Räucherzeremonie. Und in dem Moment, die Flamme von dieser kleinen Kerze war so hoch. Ja. Brutal. Und dann 10 Minuten lang, diese Flamme von einer kleinen Kerze, die so groß war, war so gebrannt, weil so viel Energie durch den durchgekommen ist. So, wir lernen eben diesen Austausch mit den Elementen zu arbeiten. Mhm. Und das ist indigen. Das ist etwas, die in uns steckt. Ja, es tut was. Wir spüren das einfach. Ja. So schön. Kann jetzt jemand, der sagt, hey, ich möchte jetzt auch mal irgendwie da in Verbindung kommen, räuchern, lernen oder auch mehr über diese ganzen indigene Heilkunst, Heilwissen erfahren? Gibt es da einen? Unbedingt, ja. Ja, also die Absicht ist die wichtigste. Du hörst den Ruf. Du spürst einen Ruf, um tiefer da zu forschen, weil es ist eine Reise. Ja? In unserer Ausbildung, wir haben einen intensiven, transformativen Prozess, wo wir ganz tief eintauchen in die Weltanschauung dieser traditionellen Wissen und die Haltung, die Toren finden zu Heilenergien, sodass wir uns öffnen und wir lernen, wirklich in Verbindung zu kommen mit unseren Kindern, mit unserer Familien, mit uns selbst. Es ist, was innen ist, darf Raum haben nach außen. Das ist Authentizität. Und das sind Initiationen, das sind Schritte. Es ist nicht einfach so. Ja? Und das kann man lernen, eben durch die Reflexion, aber auch durch die Kraft von Gemeinschaft. So, wir kreieren kleine Räume von Gruppen, Heilkreise. Mhm. Und die bringen eine Schwingung hoch. Ja? In Verbindung mit der Linie vom Heilern und Spirits, die hinter mir steht. Mhm. Ja? Mhm. Und das kommt zusammen an die nächste Generation vom Heilern. Ja? Und das Schöne ist auch, wenn man so einen Raum, ich kann mich ja auch, wenn das mal da war und die Verbindung und du mal die Kraft gespürt hast, du kannst ja in jeder Lebenssituation wieder darauf zurückgreifen. Das ist ja dann wie ein Werkzeug, wo du immer wieder weißt, okay, verbind dich mit dem Urkraft, dang, dang, und Palm ist eine andere Präsenz da. Und auch ein Wissen irgendwo. Ja. Und das ist das Schöne bei solchen Ritualen, der Zusammenarbeit mit Medizin. Wenn ich mich stark fühle und dann kann ich das aufladen, ich kann diese Medizin vorbereiten. Dann, wenn ich erschöpft bin, wenn ich müde bin, wenn ich merke, boah, ich bin so sensitiv, dass ich alles, was vom negativen Kack einfach aufgenommen habe, dann kann ich das anzünden und diese Medizin wird freigesetzt. Mhm. Und so, es gibt Natives, die dann täglich räuchern werden. Vorher am Anfang des Tages oder am Ende des Tages. Oder es gibt dann Räucherzeremonien, die mehr intensiv sind, die länger sind, die integriert sind eben mit Gesang, mit Musik, mit Instrumenten und die tiefere Räume noch öffnen. Ja, schön. Unsere Zeit ist schon wieder vorbei. So schnell. Aber es war richtig super spannend und schön, hat mir jetzt auch noch mal ein paar Inputs gegeben für den Alltag. Vielen Dank. Bitte, bitte. Und ich hoffe, wir sehen uns bald wieder. Wir haben ja noch einige Interviews gemeinsam, kommen noch spannende Themen. Und danke, dass du da warst. Danke, bitte, bitte. Und forsche einfach mit den Pflanzen und die Medizin zu Hause. Mit Respekt, Demut, das Allerwichtigste. Und genieße das. Ja, danke. Ja. Liebe Zuschauer, ja, vielleicht sind Sie auch motiviert, jetzt mal zu Hause wieder richtig durchzuräuchern und
eben mit einer schönen Intention, mit einer guten Verbundenheit, schöne Klarheit und gute Heilenergie zu schaffen. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich freue mich immer wieder, wenn Sie dabei sind. Und bis bald. Tschüss.